Hallo Gartenfreunde. Tja, das, was da im Hintergrund so leuchtet, die Sonne, die habe ich gefühlt irgendwie seit Wochen schon nicht mehr gesehen. Irgendwie seit Wochen Dauerregen hier, gestern noch den ganzen Tag. Tja, und heute seit langem mal wieder so ein richtig schöner Tag. Und da zieht es mich natürlich nach draußen in den Garten. Ja, und da gibt es heute einiges zu tun. Das Wetter wird ausgenutzt natürlich. Ja, und zwar möchte ich heute Pferdemist holen. Und zwar ein Stückchen hin, keine 500 Meter. Ist ein Grundstück. Da hat jemand Pferde und die haben fleißig den Mist gesammelt. Ja, und da wird heute der Mist weggeholt. Den möchte ich im Gewächshaus unterbringen. Es ist zum Teil ist der noch nicht ganz durchgereift, also noch recht frisch. Den will ich erstmal lagern. Dazu habe ich mir schon eine Fläche vorbereitet, mit Pappe ausgelegt. Und da kommt er heute drauf. Und das, was schon verrottet ist, das kommt in die Hochbeete bzw. wird im Gewächshaus eingearbeitet. So, der Mist ist jetzt da. Da sind ca. 2 Pkw-Anhänger voll und den will ich zwischenlagern. Den anderen, der schon verrottet ist, den habe ich da draußen liegen. Dann kann ich hier auch besser mit der Karre durchfahren. Ja, und der, wie gesagt, kommt dann in meine Hochbeete bzw. Kartoffeltonnen. Ja, und ins Gewächshaus. Also dann mal los hier. Weil haben besser als brauchen ist, habe ich mir überlegt, den Pferdemist hier zwischenzulagern. Da muss man nicht wegen jeder Schubkarre zu den Leuten fahren und denen irgendwie auf den Keks gehen. Ja, und da habe ich mir hier so eine Pappe hingelegt, da lag jetzt das Holz hier drauf und ja, die kann hier verrotten. Hilft aber jetzt ein bisschen, dass das Unkraut oder das Gras nicht so in den Pferdemist reinwächst unbedingt. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Ja, jetzt wie gesagt, den Pferdemist erstmal hier drauf kippen. Ja, und dann irgendwann, wenn ich ihn brauche, kann ich ihn mir wegnehmen. Hier im Gewächshaus kann ich den frischen Pferdemist verarbeiten. Das heißt, so ganz so frisch ist der auch nicht. Und ich denke, es sind noch ungefähr 3 Monate hin oder knapp 3 Monate, bis hier die ersten Tomatenpflanzen reinkommen. Ja, und bis dahin, denke ich mal, sollte der ein bisschen weiter verrottet sein. Ich werde ihn jetzt hier eingraben, den Boden immer schön feucht halten, dass der, ja, der Zersetzungsprozess da schön am Laufen gehalten wird. Ja, und dann sollte das eigentlich passen. Ich bin da nicht ganz so pingelig, wenn der jetzt nicht unbedingt ein Jahr abgelagert ist. Das macht meiner Meinung nach nicht so viel aus. Ja, muss man sehen. Jetzt erstmal hier ein bisschen freimachen. Und zwar ziehe ich mir jetzt hier eine Folie mit der Schippe und dann ballere ich das Zeug da rein. Bei den dicken Bohnen, die ich am 15. Februar hier gesteckt habe, in diese Anzuchtplatte, da geht es jetzt langsam los. Also ich sehe hier schon 2 kommen. Ich halte die mal in die Kamera. Sieht man, glaube ich. Ja, und da hoffe ich, dass die anderen noch nachlegen. Und ja, ich hatte die hier auf dem Stuhl stehen. Sieht man, glaube ich, hier im Hintergrund noch. Ich hatte das ja im letzten Video erwähnt. Ging mir wegen den Vierbeinern, dass die da nicht hochkrabbeln können. Und an dem Stuhl, denke ich, kommen sie schlecht hoch. Von daher, bis jetzt sehe ich auch noch keine Spuren, dass hier irgendwas drin gewühlt hat. Also sollte das hinhauen. Erstmal beiseite damit. Kann ich nachher wieder auf den Stuhl stellen. So. Die Wühlmäuse bzw. die Ratten haben sich hier auch sehr gut im Bergbau versucht. Also hier sind Hügel aufgeschüttet, da weiß ich nicht. Denkt man, Bagger war hier. Das muss ich jetzt alles erstmal einebnen. Tja, hier standen ein paar Eimer und Kübel und hier sieht man schon alles aufgeschüttet. Die haben sich hier fleißig durchgewühlt. Das wird jetzt, wie gesagt, eingeebnet und dann wird hier ein kleiner Graben gezogen. Ich denke mal, dass ich jetzt da, wo die Erde noch flach ist, dass ich die ausgrabe, erstmal hier rüber schippe, den Pferdemist einarbeite und dann wieder Erde drüber und dann kann der es da drin verrotten. Normalerweise könnte man das eigentlich auch reinkippen, fällt mir gerade ein. Irgendwie könnte man eigentlich machen. Reinkippen, breit mehren. Ich werde das mal versuchen. Da muss ich es nicht schippen. Oder?
Ich kipp das mal. Einfach abkippen. Erstmal eine halbe Karre. Dass hier nicht so eng wäre, könnte man hier richtig arbeiten. Mann, Mann, Mann. Hier im Gewächshaus wurden jetzt zwei Karren Mist eingearbeitet. Ich bin jetzt soweit zufrieden. Das kann jetzt in Ruhe in der Erde liegen bleiben, noch 2-3 Monate. Und dann denke ich, dass das dann ein bisschen, ja, schon ein bisschen weiter angerottet ist. Wie gesagt, ganz so frisch war er ja auch nicht. Von daher, der liegt auch schon eine Weile. Was jetzt noch wichtig ist, den Boden schön feucht zu halten, damit mir die ganzen Würmer, die ich damit reingebracht habe, das ganze Bodenleben, ja, nicht wieder vertrocknet, der Boden hier nicht wieder austrocknet. Und deshalb haue ich mir hier jetzt noch ein paar Kannen Wasser rein und dann ist gut hier. Was jetzt noch zu tun ist und was ich eigentlich schon im Februar machen wollte, ist den Knoblauch noch zu düngen. Und zwar habe ich mir flüssigen Hühnermist angesetzt. Und zwar hier in so einem alten Milchkübel, in so einer Milchkanne. Ja, und der steht jetzt irgendwie schon 3 Monate. Und den habe ich jetzt nochmal 1:1 mit Wasser verdünnt. Und den haue ich jetzt noch auf den Knoblauch. Und dann hat er auch sein Futter fürs Frühjahr und kann wachsen. So, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Mist in meine Kartoffeltonnen, also ich nenne sie jetzt mal so, die haben ihren Namen weg, also es werden zu 99% Kartoffeln reinkommen. Hochbeet nenne ich die jetzt nicht mehr, das sind ab jetzt Kartoffeltonnen. Ja, da haue ich jetzt noch ein bisschen Mist rein und dann kann der da auch ein bisschen liegen bleiben. Dann da, wo ich nachher die Kartoffeln pflanze, nehme ich aber mehr den komplett verrotteten Pferdemist. Da kommt der, ja, etwas frischere dann nicht oben drauf, ne? Aber nur unten als Unterschicht, dass mir auch die Ringe nicht wegfliegen, mache ich da erstmal eine kleine Lage rein. War es dann für heute hier auch erstmal. Ich mache danach dann hier Schicht. Ja, morgen geht es weiter. Morgen gibt es auch noch ein paar Arbeiten zu tun. Der ganze Sonntag liegt noch vor mir. Und ja, morgen soll das Wetter nicht so schön werden. Es wird wohl morgen ein bisschen regnen, da muss ich durch. Aber was soll's. Tja, neuer Tag, neues Wetter. Da war es auch schon wieder vorbei mit dem schönen Sonnenschein. Gestern, das war eine Ausnahme. Tja, aber ich muss das heute so hinnehmen, wie es ist. Das heißt, den Tag noch nutzen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und zwar möchte ich heute noch einen Obstbaum pflanzen. Ich habe hier einen schönen Apfelbaum von der Sorte Piros. Der soll heute noch in die Erde kommen. Und da habe ich lange überlegt, wo ich den hinmache. Und da habe ich mir überlegt, den hier auf diese Wiese zu setzen. Und zwar, ich möchte es jetzt mal nennen, wie so eine Art kleine Streuobstwiese. Hier werden zwei Äpfelbäume hinkommen, dass sie sich gegenseitig bestäuben können. Denn dieser Baum, der braucht ja, einen Partner für die Bestäubung. Ja, und den möchte ich hier hinsetzen. Das ist hier meine ehemalige Kürbisfläche, wo ich immer die Kürbisse, die großen, drauf angebaut habe. Das wird nicht nochmal kommen, denke ich mal. Es sei denn, ich habe mal irgendwann mehr Fläche zur Verfügung. Ja, und das ganze Gerüst hier ringsrum, das wird abgebaut. Das sollte mal ein Gewächshaus werden. Ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen. Ja, das kommt weg. Auf der Seite bleibt es vielleicht noch ein bisschen stehen als kleines Randgerüst für irgendwelche Bohnen oder so. Das weiß ich noch nicht. Aber sonst, der Rest hier wird weggebaut. Tja, und meine beiden Komposter hier, die werden auch irgendwann weichen. Die werde ich nochmal umstellen. Vielleicht packe ich die mal irgendwo in Richtung Hühnerstall oder so, dass ich da vielleicht Hühnermist oder irgend sowas drin, ja, verrotten lasse. Und hier möchte ich demnächst irgendwann, da werde ich die Pfeiler gleich nutzen, die ich hier habe mit den Einschlaghülsen. Das wird gleich schon die Hälfte.
eines ja, richtigen Kompostes aus Holz gebaut. Ich nehme an, dass ich genau vielleicht sogar die beiden hier nehme, vielleicht noch den dritten dazu hier vorne und daraus ein kleines, ja, einen kleinen Rahmen baue, wo ich dann mir einen Kompost errichte. Ich hatte erst überlegt, den Apfelbaum hier in diese Lücke reinzusetzen zwischen diesen Sandbohren und ja, was das hier genau ist, weiß ich gar nicht. Scharlachkirsche oder irgend sowas in der Art, den hier reinzusetzen. Aber dann ist mir die Idee gekommen, den hier unten auf diese Wiese zu packen. Ja, die wird in unregelmäßigen Abständen immer mal mit der Motorsense ein bisschen kurz gehalten, aber nicht komplett kurz gemäht. Ja, und ich denke, da kann der oder können die Apfelbäume hier unten gut stehen. Müsste fast schon reichen. Mal schauen, dass wir den irgendwo bis hier so reinsetzen. Das passt schon. Die Tiefe ist auf jeden Fall ausreichend. Ich würde sagen, der Platz ist okay. Ja, auf jeden Fall. Da drüben nachher die Komposter hin. Das sollte hinhauen. Natürlich werde ich den Baum jetzt nicht ohne Wühlmausschutz einpflanzen, weil da kann ich darauf warten, dass die mir die ganzen Wurzeln abfressen. Darum habe ich mir jetzt hier ein bisschen ein Reststück Draht noch besorgt. Und zwar mit so einer relativ kleinen Maschenweite. Ich denke, das sollte hinhauen. Und da werde ich mir jetzt eine kleine Matte von abschneiden. Die kommt unten mit rein. Und dann kann ich den Baum reinsetzen. So in etwa habe ich mir das jetzt vorgestellt. Ich habe mir jetzt einen kleinen Korb gebaut aus diesem Draht und den werde ich natürlich oben auch ein bisschen schließen. Das heißt, dass da auch von oben sich nichts reinbuddeln kann. Ja, der wird jetzt erstmal ordentlich eingeschlemmt mit einer großen Kanne Wasser und dann werde ich den Stück für Stück mit Erde auffüllen. Und dann hoffe ich mal, dass er schön anwächst und irgendwann in den nächsten Jahren mir vielleicht mal ein paar leckere Äpfel schenkt. Denn Äpfelbäume habe ich leider bei mir im Garten überhaupt nicht mehr. Ich hatte mal einen. Der hat irgendwie immer so schlecht getragen, stand ungünstig, den musste ich irgendwann wegmachen. Ja, und ganz ohne Äpfel will ich auch nicht sein hier im Garten. Von daher jetzt mal die Initiative hier wieder zwei zu setzen. Der Wind jetzt wieder die zweite Kartoffeltonne wegweht, werde ich die jetzt auch gleich noch mit zwei Schubkarren voll Pferdemist füllen. Dann steht die sicher und stabil da. Und in den nächsten Wochen kommt dann der reife Pferdekompost, der reife Pferdemist noch rein. Und ja, dann ein bisschen Mutterboden. Das mische ich dann miteinander oder gruppere das ein bisschen durch. Und da fange ich dann mit der ersten Lage Kartoffeln an. Das heißt, dass ich die Kartoffeln dann später ungefähr in der Höhe stecke oder lege. Und wenn die Kartoffeln ins Kraut gehen, dann immer wieder ein bisschen mit Erde auffülle. Jetzt fängt es ja auch noch an mit Regnen. Das ist weniger schön, aber es muss weitergehen. So, jetzt habe ich hier den verrotteten Pferdemist. Der sieht dann so aus. Kann man sehen, eine ganz andere Nummer. Und davon kommt jetzt jeweils eine Karre in diese Tonnen rein.
das ist jetzt ungefähr die Füllhöhe. Also es ist noch nicht die Hälfte, knapp unter der Hälfte. Es kommt hier normaler Mutterboden rein, den vermenge ich hier ein bisschen mit dem Pferdemist. Ja, und da werden dann ungefähr die ersten Kartoffeln kommen. Und zwar das den Grund, dass ich mit der Hand auch noch reinkomme bei der Ernte. Ne? Wenn ich die zu tief setze, komme ich da nicht mehr rein. Ja, und hier dasselbe nochmal. Auch ungefähr knapp die Hälfte. So, die nächste Arbeit steht hier an meiner ehemaligen Kartoffelpyramide an. Und zwar hatte ich hier über den Winter ein bisschen Kohlrabi und ein bisschen Salat drin. Und der Kohlrabi hat jetzt im Winter, als es mal ein bisschen Frost gab, seinen Kältereiz gekriegt und geht natürlich jetzt in die Blüte. Und das möchte ich nicht und ich brauche auch den Platz hier. Darum muss ich leider die schönen Pflanzen, auch wenn sie noch so toll aussehen, jetzt hier raus machen. Ich werde mal versuchen, ein, zwei umzusetzen. Aber das ist nicht schade drum. Ich habe drinnen in der Anzuchtstation schon wieder jede Menge Kohlrabi vorgezogen. Und die vier, fünf Pflanzen, was das hier sind, die werde ich den Hühnern zuführen. Haben die auch ein bisschen was davon. Ja, den untersten Boden von der Kartoffelpyramide werde ich jetzt hier leer machen, leer schippen, wegnehmen. Weil hier an diese Stelle noch was anderes hin soll, aber dazu in einem späteren Video mehr. So, die Kohlrabi sind jetzt raus und den untersten Boden von der Pyramide habe ich jetzt erstmal leer geschüppt und somit habe ich jetzt hier vorne ein bisschen mehr Platz für das nächste Projekt, was hier hin soll. Ja, jetzt werde ich natürlich die Chance gleich nutzen, den Boden ein bisschen aufzubessern in diesem, ja, in dieser Pyramide. Das heißt, auch hier kommt gleich wieder ein bisschen von dem verrotteten Pferdemist mit rein. Ein Teil von der Erde, das mische ich ein bisschen. Und dann können hier nach und nach die nächsten Ebenen aufgesetzt werden, weil es ist nicht mehr lange hin. Dann kommen auch schon die ersten Kartoffelpflänzchen, die hier rein sollen. Das sind jetzt hier die letzten Lichtstrahlen für heute. Hier ist gleich Feierabend bei mir. Ich mache jetzt Schluss und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Dann lasst gerne ein Däumchen da. Und im nächsten Video geht es dann vielleicht sogar hier an dieser Stelle weiter. Also sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.